Ja, moin, wir spielen heute die dritte Runde World of Warplanes. Ja, eigentlich fackeln wir jetzt gar nicht lange rum. Fangen wir gleich mal an. Der Servus General. auch von mir. Jo. Oh, der Olli ist nicht der Olli, der General. Jetzt habe ich seinen Namen, seinen wahren Namen verraten, verdammt. So, der General hat auch schon mir eine Rotteneinladung geschickt. Akzeptieren wir das mal. Ja, ich weiß gar nicht, das letzte Mal ist vor Weihnachten auf jeden Fall gewesen, ne? Ja, definitiv. Danach waren wir beide ja im Urlaub. Da gestaltet sich das immer ein bisschen schlecht. Hast du schon Fünferflieger? Nein, ich habe immer noch meinen Vierer, aber ich weiß auch gar nicht, wie lange oder wie viel mir noch fehlt. Müsste ich ehrlich gesagt mal in den Forschungsbaum schauen, aber ich würde einfach mal sagen, ich nehme den Vierer, dann fliegen wir mal los. Wo du gerade den Forschungsbaum ansprichst, es kam ja ein Patch raus. Ich glaube, wir haben jetzt World of Warplanes 1.1. Und da sehen wir auch bei Deutschland Ja. einen neuen Skillbaum, nenne ich das jetzt mal, mit neuen Flugzeugen besser gesagt. Das sind auch alles Jäger, wenn ich das so richtig sehe. Echt? Jäger, ja, wir haben jetzt bei den Deutschen zwei Bäume mit Jägern, die schweren Jäger wie gehabt. Hast du nicht auch ein Premium-Flugzeug bekommen? Den Hawk 3? Hawk 3, Moment, da muss ich gerade mal in den Hangar schauen. Curtis Hawk. Ja, Hawk genau. 3, ja. Jetzt sehe ich's. Genau, das haben wir auch geschenkt bekommen. Das können wir. Es macht das Sinn, den mal zu fliegen oder sich mal anzuschauen oder kann man den eher verkloppen? Das schauen wir uns in aller Ruhe mal an. Aber ich sehe gerade, bei deinen Japanern kam wieder keiner dazu. Das ist ähnlich mau wie bei World of Tanks. Ja, irgendwie lohnt sich das nicht, ne? Da frage ich mich, hatten die tatsächlich nur eine Baureihe oder? Hm. Schauen wir mal. Gut, ja, dann ich wähle auch mal meinen normalen Vierer erstmal aus, meinen schweren Jäger. Ja, gucken wir mal, ne? Viel Übung hatten wir nicht. Mal sehen, was bei rauskommt. Ah, das wird schon reichen. Na ja. Jeder Schimpanse würde es besser hinkriegen, glaube Als du. ich. Ja. Warum ist denn ein Vierer so schlecht? Ist der noch nicht aufgerüstet oder? Nee, das ist ein schwerer Jäger und ich glaube. Ach so, stimmt, das ist wieder die andere Kategorie, das Ja, habe ich auch verfehlt. ich muss gerade mal gucken. Ja, gut. Ich bin halt nur arg schlecht. Vergleich in der Feuerkraft, aber ich verstehe gar nicht warum. Habe ich irgendeine Bordkanone daheim gelassen? Keine Ahnung. Also ich muss irgendwie noch 12.000 Erfahrungen für Level 5 machen. Also ich habe auch vor Weihnachten, wie gesagt, fast gar nicht mehr gespielt. Ich hatte letztens, nee, war das gestern? Doch, gestern hatte ich nochmal World of Tanks gespielt. Das war, ja, sehr amüsant. Ich würde So, bist sagen, du. wir machen das mal so, dass wir. Wollen wir uns auf stationäre Ziele konzentrieren oder? Nö, lass uns schon mal in den Luftkampf gehen. Ich komme erstmal hinter dich. Ach so, ja, dann fliege ich mal einfach so geradeaus weiter. Hoch genug sind wir eigentlich. Ach so, oh, ich hätte, sollte mal rausscrollen. Eben gerade war ich so weit reingescrollt. Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Änderungen? Mir ist jetzt spontan, bis auf das, was du gesagt hast, dass wir das geschenkt bekommen haben, oben rechts da. Ich weiß gar nicht großartig, ob sich an der Spielweise was geändert hat. Wow! Ja, das sah von hier schon mal sehr spektakulär aus. Da habe ich gleich mal die falsche Taste gedrückt. League of Ja, ich muss Legends, sei erstmal Dank. wieder. Ich muss erstmal gerade raffen, wie ich hier wieder. Ah, okay. Fuß ist da. Der ist hinter uns. Nein! Ich bin echt schon tot. Und wir haben es auf Kamera. Oh Mann. Ja, okay, ich muss mich erstmal wieder hier umstellen. Ja, mein Jäger ist echt ein bisschen zu heavy. Ich komme nämlich kaum nach. Peaceful. Ja, ich muss mich auf ein anderes Ziel konzentrieren, das haut hier nicht hin. Ja, okay. Ja, wenn du überlegst, wie viele Spiele das hier überall gibt, da kannst du dich stundenlang mit beschäftigen. Da bist du da. So, Nummer 1 ist weg. Ja, wir müssten auch so professionelle WoW-Zocker sein, die dann so ein paar tausend Euro im Monat verdienen.
Die hocken den ganzen Tag zu Hause. Ja, ich meine, wir beide haben ja noch andere Hobbys. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Ne? Ich meine, gut, die machen das dann halt als Arbeit, ne? Die sitzen dann 8 Stunden da beim Spiel. Aber ich glaube auch nicht mehr, dass das dann so toll ist. Warum? Weil dann, naja, vielleicht ist es dann wirklich wie so ein Job, weißt du? Und dann zockst du es einfach nur stumpf runter, aber vielleicht hast du gar nicht mehr so viel Spaß dran, ne? Ich weiß nicht. Ja, das glaube ich nicht. Ja, mag Ausnahmen geben, ne? Aber vielleicht ist da auch viel Routine drin und einfach nur Abhandlungen und. Achso, beobachte ich eigentlich gar nicht? Nee. Moment. Oh, meine Kiste ist so langsam im Drehen. Das ist echt grausam. Stirb! Du Lutscher! Nein! No! Das war klar, ja. Wo ist eigentlich meine Kavallerie? Warum bin ich hier alleine? Ne, das ist noch einer. Komm schon, dreh dich! Feuer! Hau ab! Geh weg! Ah, du Lappen! Ah, da fliegt der Flügel noch mit. Dann kann ich auch noch fliegen. Das sieht nicht gut aus für unser Team hier. Nö. Das ist zwar nicht so ein Riesenunterschied, aber. Ja, hier dreht sich auch im Kreis. Der andere versucht ihn. Ja, wir haben wieder so einen Typ dabei, der sich nur auf die Bodenziele konzentriert, was natürlich schwer macht für den anderen gegen 3. Hm. Wobei beim gegnerischen Team noch 8 aktiv sind. Wir sehen ja lediglich 4 jetzt auf dem Radar. Ich meine, es ist halt die Frage, wir haben es ja schon mal so gemacht, wo so höherklassige Gegner waren, dass wir einfach dann auf die stationären Ziele gegangen sind. Ja, aber du siehst ja oben auch die Anzeige. Also ich glaube, jedes Flugzeug zählt ein Punkt und jedes Bodenziel auch. Die Gegner haben lediglich schon mehr insgesamt umgehauen. Und schon geht der Prozentbalken hoch, so kannst du ja hier auch gewinnen. Was ich auch sagen muss, irgendwie fehlt mir hier permanent die Kommunikation. Bei World of Tanks wird zwar wild gepinkt, und irgendwo sieht das Ganze auch planlos aus, aber da deckt man sich noch gegenseitig. Und mit dem Luftkampf hier, das haben viele einfach noch nicht raus. Mhm. Wenn ich überlege, wie oft ich schon von eigenen Leuten über den Haufen gerammt wurde. Ja. Ja, ist halt natürlich auch, was ich schon mal meinte, eher eine dreidimensionale Angelegenheit. Klar ist das andere auch dreidimensional, aber da bewegst du dich ja eigentlich immer nur in der Ebene. Und hier gehst du halt auch noch an die Höhe. Oh. Selbstmord. Ob das beabsichtigt war? Ja, gut. Oh, ich hatte 2 Abschüsse, habe ich das richtig gesehen? Ja, den einen hast du doch platt gemacht. Stimmt, das zählt ja auch als Abschuss. Per mutigem Luftkampf. Ja. Ich nehme jetzt mal meinen 5er-Jäger. Ich bezweifle, dass ich mit dem besser klarkomme, aber. Oh, vielleicht macht er sich in der Luftkurve wenigstens mal ein bisschen besser. Hm. Tja, vielleicht ist deiner so schlecht? Keine Ahnung. Du bist ja ganz weit vorne. Vielleicht sollten wir so episodisch Nacktbilder oder so einblenden in die Videos, dann kommen auch mehr Zuschauerzahl zu erhöhen. Einfach mal so, nee, das müsste so ein Bruchteil einer Sekunde sein, dass sie so unterbewusst angelockt werden. Gab's da nicht diesen einen Film, wie heißt der? Fight Club. Das, war das bei Fight Club? Ja, das merkt man immer, da kam doch immer diese Sekundenbruchteile von seinen Erinnerungen, von seinem Alter Ego. Ach so, ja, ja, aber nicht halt so unterschwellig Werbung oder so, ne? Aber nein, das gab's natürlich auch mal. Nicht, aber bei Fight Club merkst du es ja erst eigentlich beim zweiten Mal anschauen von dem Film, was diese Szenen zu bedeuten haben. Was eigentlich ja, ziemlich gut gemacht ist. Der Film ist richtig gut, ja. So, ich bleib mal in deiner Nähe. Ne, Fight Club war nicht schlecht. Vor allem, dass er das ja die ganze Zeit war, ne? Und nicht der Brad Pitt.
Also der war das auch, aber... Ein bisschen nach oben. Ja. Ja, wir müssen halt am besten... Oh, hier oben ist ein schwerer Jäger. Rechts unter uns. Lass uns den mal holen. Oh, der ist schon da. Markier am besten mal, wenn vor uns sind. Also ich habe schon mal gemerkt, dass es auf jeden Fall für mich problematischer ist, wenn ich die Flugzeuge von unten kommen angreifen muss. Am besten ist immer von oben. Sie sehen. Ja. Ich habe ihn markiert. Ich bin noch nicht in Reichweite, nicht ganz jedenfalls. Schon Junge, stirb! Spitfire. No, kill each other. Da, der nächste. Na, ich muss hier gerade mal abdrehen. Und noch einer. Der ist hinter dir, ne? Ja, ich hab einen markiert. Ja, genau der. Flieg nicht immer rein! Oh. Junge, Junge. Er muss ja ein bisschen spannend bleiben, ne? Ziel getroffen schon mal. Das hört sich schon mal gut an. Ach, wie oft bin ich in der Kurvenflug hier mit irgendeinem mal zusammengedonnen? Oh nein! Oh! Komm schon! Woll! Gegner zerstört. Da unten, ja. da unten. Ah ja, ich sehe ihn. Na, boah, jetzt muss ich auf die Bremse. Hinter dir ist einer, den schnapp ich mir. Oh. Drehkurve. Oh. Nein. Oh, merkst du das nicht? Doch, aber ich wollte gerade wegdrehen, aber in dem Moment war es schon zu spät. Ja, Mist. Wie war das nochmal? Welche Taste war nochmal für dieses für das Bremsen? S. E-A-S-D, ganz normal. Ah, war S, okay, alles klar. Nee, nee, da weiß ich Bescheid, alles klar. Nee, ich muss kannst aber noch die Klappen ausfahren auf E. Ja, ja, das mache ich immer sonst. Das habe ich gerade eben nicht gemacht, deswegen hat mich das wahrscheinlich das Leben gekostet. Aber... Nein! Hm. Oh, ich lebe noch. Das war jetzt mal Glück. Ja. Ah, ich muss mal gerade auf dich switchen. Da haben sie es wieder, ich muss auf dich switchen. Immer diese Anglizismen hier. Wie geht das? Ja. Mit Alt. Was machst du mit Alt? Ah, okay, jetzt sehe ich. Ja, dann hol dir mal den Flitz. Lächerlich. Ich kann ja mal Notwasser in hier. meinst du, das kriegt man hin? Das, ja, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Flog da gerade eine Rakete an mir vorbei? Hab ich nicht gesehen, ne? Da nehmen wir jetzt auch noch eine, oder? Ich sehe nicht. Ach, über mir. Ja. Jetzt hast du auch einen Abschuss. Den einen hätte ich gerade. Den hatte ich schon vorher. Ich würde sagen, den hätte ich geklaut, ne? So jetzt, genau. Hätte ich auch gemacht. Wenn man da schon mal lang fliegt. Jetzt darfst du bloß nicht die Pfeile mitnehmen, weil das ist mir nämlich auch schon passiert. Oh, da hinten ist der Gegner. Oh, das Schiff geht ja hier gerade ganz schön ab. Na gut, aber das zieht hier nicht viel ab, ne? Naja. Ja gut, immer so 1, 2, 3, ne? Wird sich okay. Aufhören zu schießen? Es wird knapp. 9, 8. Es hat auch... Oh, danke! Ja, das war gut. Das war kritisch. Ja, du hättest noch einen mehr gehabt, die hat der eine dir geklaut, den... Ja, ich weiß auch gar nicht, wie die Bewertung ist. Sieht man das hier eigentlich in der Statistik? Warte mal. Wo muss ich hier klicken? Eigene Erfolge. Achso. 1020 Schüsse, 63 Treffer, 75 Treffer erhalten. Da stimmt irgendwas nicht. Flugzeug zerstört 2. Flugzeug beschädigt 5. Ah, wenn man schon raus ist aus der Statistik, kann man sich die nicht mehr detailliert anzeigen lassen.
Na gut, dann machen wir noch eine Runde. Sah schon besser aus. Machst du ready? Ja, wir nutzen ja hier diese Open Broadcaster Software. Bei dir hat das irgendwie geklappt. Ich hatte das Problem, also ich habe ein bisschen was an den Einstellungen ändern müssen. Vielleicht müssen wir das nachher nochmal gleich vergleichen. Dass das bei mir das Spiel dann angefangen hat zu ruckeln. Ich habe zum Beispiel FIFA 11 aufgenommen. Und auf einmal, als ich angemacht habe, habe ja dann extra einen Hotkey gesetzt, fing das Spiel nahezu sofort an zu ruckeln und Ja, hackt. das ist diese Geschwindigkeitseinstellung. Ja, und dann habe ich das mal geändert mit den Frames per Second und so weiter. Dann wurde es besser, aber irgendwie auch nicht komplett besser. Also es war nur am Anfang gut Ja, und wir gehen die danach. nachher einfach mal durch. Ich habe eigentlich nur das Problem, dass es bei mir laggt auf voller Auflösung bei Battlefield 3, wenn ich das Okay. übertrage. Bei Ja. allen anderen Spielen ist es eigentlich, ja, recht angenehm. Ohne wirkliche Unterschiede. Ja, müsst du vielleicht nochmal die Einstellungen angucken, Ja, weil. Battlefield 3 zieht halt eine Menge Ressourcen, auch wenn man Natürlich, das klar. auf Full HD zockt, dazu noch aufnimmt, und ich glaube, ich brauche dafür einfach mal eine fixere Festplatte. Dann hat sich das Problem auch gelöst. So, warum fliege ich eigentlich dem Typ hinterher? Ich flieg dir hinterher. Ja, dann Die hoffen Map wir hier ist irgendwie zäh. Das dauert am Anfang immer ewig, bis du einen Gegner vor dir hast. mal. Okay. Ja, wie gesagt, ach, wie gesagt, so oft habe ich das hier noch nicht gespielt. Deswegen. Aber ich hoffe, da wird es mit dem Ziel noch besser. Wenn ich jetzt so einfach mal nach links oder rechts rüber schwenke, dann dauert das echt lange, bis das Ziel kreuzt. Da unten. Oh, du bist ja Okay. schon wieder ewig hinter mir. Ich kann mal ein bisschen boosten. Ich bin ihm mal ausgewichen. Ja, jetzt kommt er langsam meine Reichweite. Schieß mal drauf, der muss von mir abdrehen. Ich kriege ihn immer noch nicht ins Visier. Ah, jetzt kommt er. Oh, Selbstmord. Hab ihn. Okay. Da unten kommt noch einer. Ja, ich sehe ihn gerade schon. So ein bisschen weit Da, weg. markiert. Also den Jeck? Den Lag. Den Jeck heißt er doch, oder nicht? Das ist keine Ahnung. Das ist der Name vom Flugzeug. Nee, ich habe ihn doch markiert. Guck mal auf die Karte, wo du schon wieder bist. Ich bin weitergeflogen. So, warte mal, ich muss erst mal gucken, wo du bist. Du bist weitergeflogen, so viel zu Rotte. Ich rotte gleich zurück. Ich will noch den einen Kill hier. Muss aufpassen, dass ich hier nicht zum Boden aufschlag. Nein! Ja. Was? Warum habe ich minus 1? Weil es vielleicht ein eigener war? Das ist ja. Wow! Scheiße, das war nicht gut. Da habe ich mich wohl irgendwie verguckt. Was heißt verguckt, aber. Ja, egal, alle Ausreden nützen eh nichts. Machen wir in der nächsten Runde. Stirb, Junge! Das kann doch nicht wahr sein. Zwei Leben hat er. Wolltest du ihn jetzt rammen oder abschießen? Ja, eigentlich abschießen, aber ich wollte ihn nicht rammen. Aber mein Motor brennt. Ja, ich sehe es schon. Oh, das ist immer schon zwei Abschüsse, nicht Ja, aber schlecht. ich kann so gut wie nicht mehr Jetzt hast navigieren. du ihn. Ah, scheiße, hat der andere wieder geklaut. Jetzt ist mein... Oh, mein Motor ist wieder an. Nein, ich glaube. Ja. Bin zu langsam dafür. Fuck! Gib mal Gas hier. Ja, ich kann nicht mehr boosten. Das ist echt nervig. Ja, leider noch 3-5 war das andere Team noch. Aber für uns sieht es schon mal besser aus. 2-5er. Ja, Der aber guck mal, eine ich habe ist. noch 4 Leben.
Jawohl. Boah, das ist schon wieder der andere gekrallt. Ja, ja. Irgendwann müssen wir, glaube ich, auch mal dieses World of Warships machen, ne? Oh. Vielleicht kann man ja damit eine, mit so einem Motorboot fahren. Mit 20 mm Geschütz. Da müssen wir da mal reinschauen. Boah, das zieht sich ja jetzt hier. So eine Landen- und Reparieren-Option, das wär's da jetzt eigentlich. Kann ich eigentlich das Fahrwerk ausfahren? R, F. Hm. Also eigentlich zur Base fliegen, ne? Was gibt's denn sonst noch? Einstellungen. Steuerung. Eigentlich wollte ich noch ein paar Kartoffeln kochen, aber ob ich da noch zu kommen? Hm. Ah, da steht sie. Schön Bratzkartoffeln machen. Oh oh. Huch! Ja. Jetzt war ich in den Einstellungen vertieft und habe nicht aufgepasst. Ja, ich habe es auch zu spät gesehen, weil ich war noch bei einem anderen. Na, mit kommt er noch über den Berg? Mavis. Nein. Verdammt. So, wo ist er denn? Der kann jetzt natürlich sonst wo hocken. Ich weiß auch gar nicht, tauchen die Gegner auf dem Radar auf, wenn die über unsere Bodenziele fliegen? Eigentlich wäre es mal sinnvoll, aber ich bezweifle das gerade fast. Hm. Da ist er. Ja, der war bei der Basis. Oh, der hat noch volle Punktzahl. Der hat sich erstmal schön versteckt. Oh, das war knapp. Ja, der hofft noch ein bisschen auf Flakschutz. Oh. Mhm. Schon Motorschaden. Kommt aber irgendwie kein anderer, oder? Doch, doch, sind wir schon zu dritt hier. Komm, hau um. Also. Ja, okay. Ja, ich hab's erst nicht gesehen. So, nächste Runde. Alle guten Dinge sind drei. Natürlich drei Siege. Komm, eine Runde schaffen wir noch. Ja, ich habe schon 7300 Erfahrung. Aber ich glaube, das nächste Flugzeug, warte mal. Von 5 auf 6 oder was? Hm. Ja, brauche ich noch 25k. Ja, ich muss einfach mal. Ja, das Problem ist, bei mir schwankt das halt echt so. Ich hab, manchmal habe ich echt Lust, dann spiele ich auch. Aber. Weißt du, dann habe ich hier noch eine Dartscheibe provisorisch hängen. Ja, du musst dich halt mal zusammenreißen. Zusammenreißen. Ja, ich habe auch schon ein bisschen meine Technik verbessert wieder. Kann ich dir auch mal zeigen. Wir sprachen nicht von Dart. Und nein, aber deine Technik möchte hier niemand sehen. Nicht? Die kannst du deiner Freundin zeigen. Der zeige ich andere Techniken, ja, aber. Echt? Ja, wie man vernünftig regnet, wie man vernünftig spricht und sich angemessen artikuliert in Gegenwart anderer Mitmenschen. Mhm, mhm. So Bleppus wie dir. Ja. Ah, verstehe. Macht Sinn. Wenn man mit mir richtig umgeht. Peitsche raus. Ja, da würde sie ja nur meinen Fetisch bedienen, also von daher. Echt? Schmerzen. Ja. Das war bei dem James Bond Teil so übel. Hier, dem neuen Casino Royale. Alter. Da hat er ihn doch auf dem Stuhl gefesselt. Hatte so ein, wie so ein Tau. Was so ein bisschen so ein knubbeliges, dickeres Ende hatte. Und der Stuhl hatte aber ein Loch unten, ne? Und dann haben sie ihn da nackt draufgesetzt. Und dann schön ausgeholt. Und von unten reingehauen, ne?
Ich kenne die Szene super. Es erinnert mich gerade an die Folterszene aus dieser Schmerz. Aus GTA 5. Ja, das hat, also, ich muss sagen, ziemlich Spaß gemacht, diese Szene zu spielen. Auch wenn sie ziemlich viel Kritik geerntet hat. Jetzt werde ich ja noch geschossen. Bist du auch immer noch an ihm dran? Natürlich. Ah, ich sehe das Ding nicht. Jetzt darf ich nicht schießen, wenn du da fliegst. Junge, Junge, wie langsam ist denn der? Ja, ich. Ah, Waffe überhitzt, geht nicht so. Treffe ich dich? Was? Warum bin ich jetzt tot? Weiß ich nicht. Ach so, der hatte noch. Ach, Scheiße, das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Der hatte noch so einen Typ hinten sitzen. Der nach hinten. Wie kann denn der dir jetzt. Ich meine, ich habe dich kurzzeitig, glaube ich, getroffen. Aber wie hat denn der dir so viel Leben rausgehauen? Oder das ist tatsächlich das Upgrade auf Level 6. Dass die hinten raus auch ein bisschen mehr Schaden machen. Jetzt wollte ich mal länger dabei sein. Hier darfst du echt nicht gerade die ganze Zeit hinter einem fliegen, ey. Sonst. Bisschen drehst du die ganze Zeit nur Kurven. Naja, das stimmt ja so nicht. Du musst halt nur ein bisschen das Radar und die Minimap im Auge behalten. Wir haben es ja vorhin gesehen. Ja, aber das war jetzt ja fliegen kein wir andere. Zu zweit und dann bist du 3 Kilometer weg. Jetzt war ich ja eigentlich schon optimistisch, weil das. Du warst ja da, ich habe ja extra aufgehört zu schießen. Ja, ich war exakt in einer Linie hinter dir. Es kann sein, dass ich dich getroffen habe und ich habe ja Brandmunition drin, aber er hat nichts gesagt. Ja, ich habe ja extra aufgehört zu schießen, als du meinen Weg gekreuzt hast. Ja, das weiß ich. Bloß ich fand es dann halt dämlich abzudrehen oder irgendwie eine Kurve zu fliegen, wenn ich direkt hinter ihm bin und ihn praktisch platt machen kann. Das war vielleicht mein Fehler, war, dass meine Waffen überhitzt waren. Vielleicht muss ich da noch ein bisschen Geduld. Ja, aber nicht nur deine. Geduld lernen, dass der ich da. Der hier haut mir gerade ab. Sehr schön. Oh, Boost nicht aktivierbar. Ist echt noch 2 Kilometer weg, der Lappen? Naja, Map-Ende. Ah, stimmt, dann geht ja der Autopilot an. Huch. Oh, hinter uns. Ich muss gerade mal was schauen. Komm schon! Sind es gerade noch 4 gegen 4, ne? 4 gegen 3. Nein, 3 gegen 2. Oh, das ist der nächste. Hau ab! Geh weg! Zieh dich! Stoßwinkel zu groß. Meine Güte, ist das nervig. Ja, jetzt schießt der eigene Mann auf mich. Ja, gut. Jetzt aber hier. Stirb! Also. Ja, das war gut. Da ist noch einer. Da hinten. Sehr gut, schon 4 Abschüsse. Gegnerisches Hauptquartier zerstört. Gegnerische Flaks ungenauer. Warum sehe ich hier eigentlich nicht, welches Level die Gegner haben? Irgendwas stimmt, ich hab grad nochmal. Das ist bei World of Tanks anders, ne? Ja, ich. Oh, dieses scheiß Flak schon wieder. Irgendwas stimmt mit dem PC nicht. Ich hab grad nochmal geschaut. Da müssen wir im Anschluss gleich nochmal drauf schauen. Nein, kein Fliegerass. Hm. Oh. Na gut, aber wie gesagt, alle guten Dinge sind 3. Das war doch ein schöner Abschluss. Dann würde ich sagen. Für dich, ja. Natürlich ja, für mich. Fürs Team, immer fürs Team. Deswegen mache ich hier auch die Aufnahmen und nicht du. Ja, sehr. Ich glaube, besser ist das. Ich meine,
Ja, Wir sonst würden wir noch mehr Menschen deprimieren, als sie so schon sind. Nee, mein, ein egal. Vorteil hat's, denn dann kann man von dir eigentlich 30 Games in 10 Minuten packen. Ja, das ist natürlich von Anfang an meine Absicht gewesen, ne? Also. Ach so, ja, macht Sinn. Naja. Gut, Leute, an dieser Stelle verabschieden wir uns dann auch erstmal, würde ich meinen. Ich hoffe, euch gefällt der dritte Teil. Und wir werden uns bemühen, dass in der nächsten Zeit dann natürlich auch wieder zeitnah die Folgeteile zu World of Warplanes rauskommen. Ich wünsche euch was. Ciao.